Wir machen gleich weiter mit der Kategorie V-Rod. V-Rod, das sind die wassergekühlten Sportbikes, die Sport-Power-Cruiser von Harley-Davidson. Und da warten wir auf den dritten Platz, Start Nummer 6, Lars Geska. Dritter Platz in der Kategorie V-Rod, Lars Geska mit seinem Power-Cruiser aus Milwaukee. Ja, das Ding nicht nur cool lackiert, passend zu den Turnschuhen und zum T-Shirt, sondern auch wirklich sehr, sehr edel umgebaut. Der Mann ist hier ein Gesamtkunstwerk, man achte auch auf die Uhr. Erzähl uns, was hat die Uhr mit deinem Bike zu tun? Wir haben die erste Bike-Uhr jetzt fertig gemacht mit der Fahrgestellnummer. Für jedes Bike produzieren wir die jetzt. Das heißt, kann man bei dir bestellen? Kann man jetzt demnächst bestellen, ja. Hat die Uhr sonst noch was auf sich? Ja, es kommt die nächste Generation, das ist die Zündungsuhr. Und danach kommen nachher noch ein kleine Highlights noch. Sehr viele Ideen, das macht Spaß. Vielen Dank für die Präsentation. Ein verdienter dritter Platz. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß noch auf den Harley Days.